Es ist soweit, der erste Spatenstich für die lang ersehnte zweite Papiermaschine in der Papierfabrik Hamburger Rieder Holding ist passiert. Ja, also abgesehen von den paar Fundamenten, die Sie jetzt hier schon ausgegraben haben, entsteht hier endlich ein Berg. Als Österreicher fühle ich mich jetzt schon viel wohler, dass endlich etwas aufgeschüttet wird und höher ist als einen Meter. Mir tut es noch immer leid, dass hier das Gestrüpp weg ist, weil da haben sich schon die ersten Tiere wohl gefühlt. Aber ich muss fairerweise sagen, ich freue mich sehr, dass wir hier den Start gelegt haben und die Reste aus den 60er und 70er Jahren hier schon ausgegraben haben. Hier waren ja Fundamente, die mehrere Millionen hier schon verbraten haben bei uns. Das Wichtige ist jetzt einmal, dass die Baustelle so weit fertig eingerichtet wird, dass der Bau rechtzeitig beginnen kann. Dafür danke ich jetzt schon einmal den Baufirmen und den Lieferanten, dass sie sich darauf einstimmen, in einem strengen Zeitplan rechtzeitig hier in die Gänge zu kommen und hoffentlich rechtzeitig auch fertig zu werden, damit Papier auf den Markt kommt. Weil der größte Druck hängt sicherlich davon ab, was der Verkauf hier will. Schnell viel Papier, damit wir die Wellpappe beliefern können. In diesem Sinn, danke für den ersten Graben, den wir gemeinsam graben konnten, und zurück für später. Dann heute der große Tag hier, Spatenstich für die zweite Papiermaschine. Erstmal glücklich und zufrieden mit dem heutigen Ablauf? Ja, absolut. Wir freuen uns sehr auf den Spatenstich, dass es jetzt losgehen kann mit dem Bau und hoffen, dass wir in 18 Monaten fertig sind. Dann wollen wir es mal greifbar machen. Was entsteht jetzt hier wirklich konkret? Hier entsteht eine zweite Papiermaschine. Wir haben bereits eine hier stehen, auf der wir weißen Containerboard herstellen. Das ist praktisch das Verpackungspapier, das Sie auf der Wellpappe finden. Hier wird es ein weißes, zweilagiges Papier. In einem Online-Verfahren, in dem wir auf einer 7,80 Meter breiten Maschine 500.000 Tonnen Rohpapier herstellen, mit dem wir dann in den Verpackungswerken Verpackungen herstellen für Steigen, für Verpackungen, die Sie mit nach Hause nehmen, wenn Sie einkaufen gehen. Was war der Grund zu sagen, ja, wir investieren auch wirklich in den Standort Lausitz? Wir haben hier bereits einen Standort oder eine Fabrik für Papier und eine für Wellpappe. Wir haben hier das Personal, gut qualifizierte Leute im Werk. Wir haben den Markt, der gut wächst in der Region, überregional zwischen Zentraleuropa und Osteuropa und haben hier eine Technologie, die etwas moderner ist als in den anderen Standorten, in denen wir eben Weiß produzieren. Und damit war es ein logischer Schritt, hier die Kapazität zu erhöhen. Ja, noch ein paar Fakten vielleicht. Arbeitsplätze, Investitionssumme? Investitionssumme sind 360 Millionen Euro. Wir schaffen hier 200 Arbeitsplätze, haben derzeit so also Zielmannschaft wird sein zwischen 700 und 800 Leute am Standort, zwischen Wellpappe, dem Kraftwerk und den beiden Papiermaschinen. Können Sie es vielleicht nochmal greifbar erklären? Man würde denken, in Zeiten von immer mehr Digitalem, Papier wird irgendwann abgeschafft. Warum boomt der Markt ja trotzdem? Naja, weil Sie zu Hause auch etwas bestellen, nehme ich mal an. Und wenn Sie etwas mit nach Hause nehmen wollen aus einem Geschäft, Sie das nicht unbedingt in der Hand tragen, sondern in einer Verpackung. Dazu kommt, dass das Marketing immer wichtiger wird. Sie wollen Produkte identifizieren können. Wir haben ausreichend Produkte von unseren Kunden, die früher simpler verpackt waren, oft auch in Masse und heute einzeln verpackt werden und das mit einer Marke versehen wird. Das Private Labeling und der Postversand spielen hier eine große Rolle und das sind zwei wachsende Märkte. Dann fragen wir nochmal, wann ist hier der geplante Eröffnungstermin? Der geplante Eröffnungstermin ist im Frühjahr 2020.